fordern ein Referendum in allen europäischen Staaten über ESM und Fiskalpakt und wir fordern einen direkt gewählten Konvent, wie es in den Lissabon-Verträgen auch vorgeschrieben ist, um die Zukunft Europas grundlegend neu diskutieren zu können. Sollten ESM und Fiskalpakt ratifiziert werden, ohne dass die Bürger gefragt werden, werden wir Verfassungsbeschwerde einlegen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum macht Mehr Demokratie das im Bündnis? Es wird doch vermutlich auch die Linke klagen gegen den Fiskalpakt oder der Herr Gauweiler in Kombination mit Nursig oder verschiedene Akteure sind da. Und wir denken und erleben es auch als Verpflichtung zu klagen, weil wir uns nicht gegen den Inhalt der Verträge wenden, auch nicht gegen die verschiedenen wirtschaftspolitischen Kritiken, sondern uns geht es um die Demokratiefrage. Wir stellen die Demokratiefrage in den Mittelpunkt. Dies hier ist keine euroskeptische Veranstaltung und erst recht keine antieuropäische Veranstaltung. Unsere Forderung nach einem Referendum und Überlegung, Verfassungsbeschwerde einzulegen, resultiert vielmehr aus der Erkenntnis, dass die Euro-Krise und die Art und Weise ihrer Bewältigung droht, der europäischen Idee Schaden zuzufügen. Europa war ja an sich auf einem sehr guten Wege. Die europäischen Nationen und Völker lebten immer enger zusammen. Im Zuge des Euro und der Euro-Krise und ihrer Bewältigung haben wir festgestellt, dass verstärkt wieder zwischen europäischen Völkern Neid und Missgunst entstehen und das längst überwunden geglaubte nationalstaatliche Atavismen wieder erstarken. Daran wird letztlich die Europäische Idee Schaden nehmen, dann nämlich, wenn die einen glauben, sie würden gegen ihren Willen in eine Haftungsunion gedrängt, so nach dem Motto, ihr seid mal schön solidarisch, und wenn die anderen den Eindruck haben, dass über ihre Köpfe hinweg regiert wird durch Troiken und andere nicht demokratische, von ihnen nicht gewählte Institutionen. Deshalb unsere Forderung nach einem Referendum, und diese Forderung nach einem Referendum ist auch verfassungsrechtlich begründet, denn der Zusammenklang von ESM plus Fiskalpakt zusätzlich abstützend noch die Änderung des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union durch Aushebelung der bisherigen Bailout-Klausel, all dies zusammengesehen überschreitet meines Erachtens und unseres Erachtens jene berühmten rote Linie bzw. führt in einer Weise zu einem europäischen Bundesstaat, der einer stärkeren demokratischen Legitimation bedarf, wie eben nur hier bei einer Flachserklärung. Jetzt ist natürlich die Frage, Verfassungsbeschwerde, worauf stützen wir die eigentlich? Die Juristen unter Ihnen werden wahrscheinlich auch schon x-mal kommentiert haben, was die Verfassungsbeschwerden des letzten Jahres quasi an Urteil oder Beschlüssen eingebracht haben. Die waren alle darauf gestützt, dass Karlsruhe gesagt hat, es ist so, dass jeder Bürger, der heute wahlberechtigt ist, davon ausgeht, dass das Parlament, nämlich der Deutsche Bundestag, den er wählt, dass die in einer Kompetenz und Gestaltungsrecht haben. Und weil das so ist, kann jeder Bürger, der wirklich befürchten muss, dass diese Kernkompetenz durch Übertragung nach Europa verloren geht, kann auf der Grundlage von Artikel 38 des Grundgesetzes in Verbindung mit dem Europa-Artikel 23 und in Verbindung mit dem Artikel 79, der diese Kernkompetenz beschreibt, kann Verfassungsbeschwerde erheben. Das Interessante ist, dass das mehrere schon getan haben und in jeder dieser Entscheidungen, die zum Rettungsschirm, zu Griechenland, zu anderen Fragen ergangen ist, hat Karlsruhe die rote Linie, die nicht überschritten werden darf, genau definiert. Und wie Herr Degenhardt und wie Herr Huber gesagt haben, sind wir der Meinung, EMS und Fiskalpakt überschreiten diese roten Linien, sie tun es in unterschiedlichen Punkten. Letztendlich muss man aber auch ganz klar sagen, die Referenden, die wir einfordern, die auch sehr, sehr wichtig sind, können nur der erste Schritt sein für eine wirkliche Demokratisierung der Europäischen Union. Aber ein notwendiger erster Schritt, weil das jetzt wirklich die entscheidenden Maßnahmen sind, die gerade beschlossen werden. Langfristig, das ist ja auch angesprochen worden, brauchen wir auch eine Vertiefung der demokratischen Union und vor allem der Grundlagen, der demokratischen Grundlagen der Europäischen Union. Wir glauben,
dass dafür ein Konvent, mindestens der, wie er in Verträgen beschrieben ist, besser aber noch einen direkt gewählten, dass dafür ein solcher Konvent wirklich diese tagespolitische Hektik, die wir erleben, dass halt ständig immer neue Verträge in kurzer Zeit, nach kurzer Beratungszeit und dann ganz schnell durch die Parlamente gewinkt werden, dass das rausgenommen werden muss, dass wir endlich mal Atempause brauchen, dass wir die uns auch nehmen müssen, auch wenn die Finanzmärkte möglicherweise dann wieder mal ein bisschen verrückt spielt, dass wir trotzdem diese Atempause brauchen, um in Ruhe zu überlegen, wie wir die Wirtschaft und die Finanzpolitik auch europaweit gestalten können. Und dabei dann auch die Europäische Union grundsätzlich demokratisieren. So, wie geht es mit der Kampagne jetzt weiter? Wir werden ab Montag eine Wahlkreistour starten, und zwar durch die Wahlkreise aller Obleute von Bundestagsabgeordneten im Haushalts- und Europaausschuss, wo wir dann mit den Abgeordneten über unsere Vorschläge diskutieren, ins Gespräch kommen und sie mit unseren Ideen konfrontieren. Bürger und Bürger können sich auf zweierlei Art beteiligen. Erstens sammeln wir Unterschriften für unsere politischen Forderungen nach dem Referendum und nach dem Konvent. Und zweitens, das ist natürlich das Zentrale, was wir in den Mittelpunkt stellen, wollen wir möglichst viele Vollmachten von Bürgerinnen und Bürgern, die wahlberechtigt sind, zum Deutschen Bundestag sammeln für unsere Verfassungsbeschwerde gegen die hier schon dargestellten Verträge, beziehungsweise für ein Referendum über die entsprechenden Verträge.